So that's why your airships are boat-shaped. How could Zhao do this? He must have thought we were all he needed. We would have been ready if he had told us. No wonder Brevin's gotten away with everything. Our leaders are too brain-dead to pay attention to anything but themselves! Never mind. I'm just... I don't know. It's all right. How far is the closest city? Shangtu is just a few miles east. We'll give that panda guy an update on our situation. The Magister might be able to help. I hope he believes us. So, how did you two meet anyway? A green cat and a purple dragon girl seem like a weird mix. Yeah, we were part of a street gang called the Red Scarves. We used to make crazy money from martial arts tournaments. Is that where you met Spade? Yeah. He was cool at first, but things got weird. Why? Well, there's lines we don't cross, and he crossed them. If Spade is Prince Dale's brother, doesn't that make him a prince too? I guess so. He never talked about it. Look, everyone! The city! Haha, my friends! How did the negotiations fare? Prince Dale took the stone. We need to speak to the Magister immediately. I see. Very well, then. He deserves to know. A thousand good greetings to you, Magister. It's my understanding that Shui Gang is now in possession of the Kingdom Stone. Not exactly, Your Greatness. Someone else has it. Explain. It's been taken by a warlord named Brevin. He has been manipulating the Three Kingdoms into waging war. And you have proof of this? This is a fragment of one of Brevin's machines. Have your scientists examine it. You'll find that its mineral composition doesn't match anything that's built on your world. Wait! Don't touch it! This theory you have of a man from another world sounds highly suspicious. And if you will allow me to explain, Magister, I have a different theory in mind. Proceed. This is nothing but an attempt from Mayor Zhao to cover up the atrocities he committed against our kingdom's stone. He must have offered you a generous reward to come here and make up this ridiculous story. After all, you can't resist money, Sash Lilac and Carol T. And you know our names because... You were quite the fortune teller yesterday, so I couldn't resist doing a little background check. Not only have the two of you been stealing crystal shards, you've been working for the same group that claimed responsibility for the stone's theft. The Red Scarves. Hey, look, Lilac, it's Zara, identical twin sisters! They're criminals and spies, Your Excellency. Is this true? We were just... Wait! Magister, we're no longer members of the Scarves. It was a long time ago. We did what we had to survive. Detain them until further notice. Make sure the commander and his evidence are properly quarantined. Hey, easy! Magister, please! We don't have time for this! You're right. Take them away immediately. Examine the fragment! Examine it! That stupid panda girl. Come closer. We can't let the guards hear us. Now, let's try and figure this out. We gotta bust out of here. But we can't leave without Torque. You got any bright ideas, Miss Hero Pants? It's not gonna be easy. He's been quarantined. What if we bribe the guards? Carol? We don't have any of our belongings. Ooh! I'll pretend I have to pee really bad, and then when they open the gate, we'll make a break for it! I told you, we can't leave without Torque. All right. Oh, I got it now! First, we'll both switch clothes, and then I'll switch with Mila. This way! What? Huh? I can dig through here! Well, that makes it easy. Actually, only one of us should go. We don't want the guards to suspect anything. I'll go! For the team! The sooner you find Torque, the sooner we can get out of here. Hey,
It has come to my attention that there are still chasers among us. We must neutralize them. Yeah, I'll get you, Commander! According to our intelligence reports, direct infiltration of the city will be impossible without exposing our operations. As soon as they leave, I want them dragged to our remote base. Do whatever it takes to bring them under our control. Nice try. Well, there goes that plan. I'm sorry. Wait! Tell the Magister, I want to confess. What? Very well. It's okay, I have an idea. So Torque has nothing to do with this. We forced him to help us against his will. I see. Since you have displayed integrity in revealing this farce, I will release your friend. But this does not change your own fate. You and your companions have lied to us, and in doing so have wasted our time and resources. You will remain imprisoned until I deem otherwise. If I may make one last request, I want to say goodbye to him and apologize for the trouble I've caused. Very well. Make it quick. I don't know what to say. We needed Shang Tu's support. I know, but we can't do anything while we're all sitting behind bars. We need more evidence. But what about you guys? We'll catch up with you. Busting out of here will be a piece of crab cake. Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Wicked hinein, zurück bei Let's Play Again, Freedom Planet für Nintendo Switch. Und wir kehren wieder zurück zu Jade Creek, um wieder aus dem Gefängnis auszubrechen und das mit Style, mit Motorrad. Und das Motorrad kann sogar im Wasser sich fortbewegen. Ist das nicht episch? So, Schluss mit dir. Dämlicher Frosch! Das war knapp, ey. So. Wow, da bricht das einfach mal zusammen, während ich draufstehe. Aber hey, dadurch habe ich wenigstens die Karte noch bekommen. Oh, Moment, sehe ich das richtig? Ey, wie geil ist das denn? Das Motorrad hat einen Propeller hinten, um sich wie ein U-Boot fortzubewegen. Ach, meine Fresse. Das ist mein Detail, das habe ich echt nicht gewusst. Oh, shit. So viel zum Schild. Jetzt verpiss dich endlich. Ich muss hier raus, weil leider Gottes hat Kara auch das Problem, dass sie nicht so lange die Luft anhalten kann. Ich möchte wissen, wie ich das mit Final Dreadnought dann Runde 3, glaube ich, war das, regeln kann. Puh. Das kann was werden, ey. So, hoch da. Ich liebe einfach das Motorrad von Carol. So. Vollgas. Und weiter. So. Immer weiter. Oh! Na gut, überfahren wir mal diese Spackos. Aber leider Gottes geben die ja keine Heilung. Na gut, wir haben noch nicht... Wir müssen es mal einen Treffer einstecken müssen. Bislang ist es gar nicht so, läuft es gar nicht mal so schlecht. Oh! Ich meine große Klappe! Ey, ich verliere bald das Motorrad, wenn es so weitergeht. Shoot, das war eng. Schluss jetzt mit dieser Bambuskanone. Na komm! Och, da! So kann ich dann nicht so normal abspringen hier. So, jetzt aber. Ich will die... Ich will seine Heil... Wegen den einen Heilblatt mache ich mir solche Umstände hier. Also wegen der einen Heilblüte. So, U-Boot-Time! Und so viel dazu. Shit. Schade, ey. Okay, jetzt läuft es nicht mehr ganz so gut.
Ich hoffe, ich krieg bald wieder... Ich hoffe, ich krieg bald wieder das Motorrad zurück. Hier muss ja noch irgendwo ein Benzinkanister rumliegen. Oh, shit! Und wieder die Blubberblasen. Boing! Oh, da ist ein Benzinkanister! Ey, cool. Na, komm hoch da. So. Und boing. Oh. Alter, das ist ein bisschen rutschig. So, jetzt aber. Und dabei noch in der Blase mit dem Motorrad sein. Ich liebe es. So. Rum. Oh, nice. Da war noch eine Karte. Aber ist das nicht episch hier? Wie ein U-Boot. Das ist einfach nur cool. Und zum Glück habe ich gerade ein Blasenschild. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt, dass ich es bekommen habe. Hm, wo müssen wir aber jetzt lang? Und vor allem, warum kann ich nicht auf die Pflanzen mit der Blase? Warum geht das nicht? Okay, bin ich hier schon mal... Okay, ich muss hier... Hier lang. Oh! Schön aufpassen. Gas geben hier. Hm. So, damit geht's noch stylischer. Oh, shit. So, weg mit dir. Gib mir das extra Leben. Oh. Der diese Sonnenblumen... what the hell? Der hat mich so oft getroffen damit und trotzdem habe ich mein Schild nicht verloren? Okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Ich vergesse ja, dass ich unbesiegbar gerade bin. So. Damit komme ich umso einfacher nach oben. Wo muss ich... Ah, hier. So. So hat es mehr Style. Da bricht wieder alles zusammen. So, wir sind dann gleich bei... Ja, beim Miniboss angelangt. Nein, noch nicht. Noch haben wir Nira nicht erreicht. Aber es geht soweit, soweit ganz gut voran. Also ich bin... Vorletzt, ich habe wirklich mit Carol zum aktuellen Zeitpunkt die wenigsten Leben verloren. Carol ist es wirklich besser zu spielen, weil manche sagen, Carol ist der schlechtere Charakter, aber ich muss sagen, mit ihr habe ich wirklich deutlich weniger Probleme und deutlich fast schon mehr Spaß. So, komme ich da runter zu dem einen Schild noch? Das wäre echt nice. Nice one. Ah! Und schon ist es wieder weg, ey, das ist echt gemein. Oh nein, du beballerst mich jetzt nicht. So, da kommt sie. Es geht los. Oh, shit. Shit. Ai, ai, ai. What? Warum nimmt sie so wenig Höhe? Warum steckt sie so wenig Treffer ein? Ah, shit. Ja, so viel dazu. Ich wusste ja, dass es jetzt so enden würde. Oh, fuck. Oh, so viel zum Motorrad. Bitte dich treffen lassen, so. Aufpassen. Das Timing muss... Okay. Shit.
Nein! Ah! Ist echt schwierig festzustellen, wann ich ausweichen soll und wann nicht. Na toll! Oh. Da war ich zu gierig. Ist echt schwierig festzustellen, wann ich hier ausweichen soll und wann nicht. Und wann ich wo stehen bleiben muss. So. So, und jetzt bitte. Jetzt will ich das mal schaffen. Der kriegt sie nicht so viele Treffer ab. Was mich wirklich wundert. So. So weit, so gut. Ah! Das war klar. Wenn ich versuche, hier zu springen. So. So weit, so gut. Okay, das... Wenn ich das so mache, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Okay. Shit. Vorsicht. What? So einfach wäre das gewesen! Okay, das muss ich mir beim Mila Playthrough aber merken. Guck sich das einer an. Wenn man genau weiß, wie das geht, dann hat man wirklich keine Probleme. Was? Okay, das war schon wieder so ein verdammter Torpedo! Jetzt geh mal sterben! Gib mir das Schild. Oh nee. Oh! Die Blase reicht bis hierhin. Also diese grünen Giftblasen. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist, was dieser Froschrobo verschießt. Ich brauche echt mein Motorrad wieder. Ich habe auch gar nichts zu Final Dreadnought Runde 1 Soundtrack gesagt, weil wenn ich den Soundtrack hier schon abfeiere. Der Final Dreadnought Runde 1 Soundtrack ist auch wirklich episch. Warum hatte ich da... Egal, dann nehme ich halt noch ein Schild. So. Gut. So. Aber ich komme hier nicht hoch. Selbst wenn der Wasserpegel höher wäre. Das Problem, wenn ich keinen so einen Doppelsprung habe wie Lilac. Ich glaube, Lilac ist halt eher in der Luft wirklich deutlich ein bisschen agiler. Weil was halt Carol auszeichnet, ist halt ihre Wandsprünge. Aber in Situationen wie diesen, wo man wirklich keine Position, gute Position zum Wandspringen, ja, bringt das leider nicht viel. So, aber hier. Hier habe ich eine gute Möglichkeit hochzuspringen und up da. Hast du dir wohl so gedacht, ne? Spackofatz. Ah, Bomben. Oh, Moment, hier ist Heilung. Da will ich zuerst lang. Vorsicht. Torpedoattacken. Was ist denn hier oben? Durch die eigenen Torpedoattacken werden auch... ist es wirklich cool, dass auch die... Feinde dadurch den Feind dadurch geschadet wird. Ich weiß nicht, ob ich dagegen jetzt immun bin mit dem Schild. Probieren wir es mal. Nö, weil ich dachte, weil er mit Feuer, es ein Feuerschild ist und weil die Explosion mit Feuer zu tun haben. Ja, dachte ich mir wirklich, dass ich dadurch jetzt auch gegen solche Explosionsangriffe immun wäre. Aber nö, da habe ich mich total vertan. Oh, shit. So, weg mit dir. Und die Heilung, bitte. Hm. Einfach mal für die Quote nochmal einsammeln hier. So, gib mir das Blasenschild. Hm.
Lass mich da bitte mal schnell hoch. Ah, was? Ich bin extra gesprungen. Hat wohl nichts gebracht. Gut, jetzt nehmen wir uns aber langsam den Ende. Nein? Kannst du knicke? Ich wollte sie schon auf Reaktionen hin angreifen, dabei hat das eh nichts gebracht, weil sie wird ja ohnehin von ihren eigenen Kumpanen. Also von ihren eigenen Kumpanen. Aus der Inkompetenz von ihren eigenen Kollegen getroffen. Und dadurch, ja. Kommen wir davon. Von dem ironisch, dass sie als Eismagerin auch noch eingefroren wird. Shit. Ich muss an den blöden Stachel anspringen. Oh, shit. Ach, warum verschwende ich meine Zeit mit dem? Und eh nichts. Ach, du Scheiße. Ah, so geht's auch. Mit dem Rollen arbeiten. So, jetzt wird die Musik still. Wir nähern uns dem Boss von der Stage. Genau. Torg wird jetzt gefangen genommen. Leider zu spät. Shit. Oh, da trifft er mich gar nicht an der Stelle, wenn ich so stehe. Ah, shit. Ich hasse den Angriff. Damit rechnet doch keiner. So schnell. Ich hasse das. Aber gut. Wird es wohl wieder mehrere Versuche benötigen. Oh Mann. Aufpassen. Raketenfeuer. So, schön aufpassen. Wie viele Treffer der benötigt hier? Du bist hier der Freak! Ich hasse den Angriff! So. Oh Mann! Ich wollte noch weiter wegrennen und dann setzt er gerade bei mir wieder den Scheiß angefangen. Ich hab die Schnauze voll von dem Angriff. Er soll mit dem Scheiß mal aufhören. Immer im falschen Moment muss er den Scheiß feuern. Ach Mann, ey. Jetzt läuft's doch wirklich beschissen. Shit. Boah, bitte. Auf immer da, wenn ich ihn anspringe! Gott! So, come on. Wolf. Ah!
So. Das kann ich auch von. Das gleiche kann ich von dir behaupten. Von deinen dämlichen Tricks habe ich auch die Schnauze voll. Oh ja! Gleiches Motorrad gewechselt! Und gleich wieder beinahe getötet hier. Oh ja, danke, Mila. Oh, Vorsicht. So. Mila kann es ja schnell erledigen. Und ich setze noch einen drauf. So, wir haben ein Fass. Oh, das war schön. Oh je. Ach, danke, Lilac. Du kommst gerade in den richtigen Moment. Puh, meine Fresse. Okay, das wäre geschafft.